Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen ein Skript für das GreaseMonkey-Add-on des Firefox-Browsers vorstellen, mit dem Sie hinter sogenannte verkürzte Links schauen können. Ein Beispiel ist der beliebte Service tinyurl.com, bei dem ich eine beliebige URL eingeben kann und dafür eine sehr kurze URL erhalte. Sinn macht das Ganze, wenn die ursprüngliche URL sehr lang ist, so lang, dass man sie sich nur schwer merken kann oder so lang, dass der Browser diese nur über mehrere Zeilen darstellen kann, womit einige Browser dann eventuell Probleme haben. Deswegen solch eine URL bei TinyURL eingegeben und man erhält eine sehr kurze URL und kann diese dann überall problemloser verwenden. Wenn jemand auf solch eine TinyURL klickt, springt er natürlich nicht sofort auf die wirkliche URL, sondern erstmal auf den TinyURL-Server, wo allerdings mehr oder weniger nur ein Redirect liegt, sodass wir also sofort auf die eigentliche Zielseite weitergeleitet werden. Soweit, so gut. Jetzt sieht es allerdings derzeit so aus, als wenn wir demnächst im Internet sogenannte Stoppseiten haben. Was das genau ist, haben wir bereits in einem anderen Video auf sempervideo.de ausführlich erläutert. Einfach dort nochmal kurz nachschauen. Kurzes Fazit: Auf diesen Stoppseiten wollen Sie nicht landen. So viel ist mal sicher. Jetzt gibt es aber ebenfalls viele Witzbolde, die sich daraus einen Spaß machen könnten, um Sie mit allen möglichen Tricks doch auf solche Webseiten zu lotsen. Und eine dieser Möglichkeiten ist halt eine solche veränderte URL, bei der vorgegeben wird, dass sie auf eine ganz andere Webseite zeigt. Also zum Beispiel in einem Internetforum würde ein Link stehen auf eine andere Adresse, verschlüsselt über tinyurl.com und Ihnen wird gesagt, dass Sie hinter dieser URL, also auf diesem Link, irgendetwas umsonst bekommen oder etwas anderes ist, was für Sie persönlich von Interesse sein könnte. Sie klicken auf den Link und peng, landen Sie streng genommen auf einer komplett anderen Seite, im Worst-Case-Szenario eben auf einer sogenannten Stoppseite. Dass das mit falschen Tatsachen jemanden auf eine Webseite zu locken gar nicht so weit hergeholt ist, zeigt das Beispiel des sogenannten Rick Rowling. Für all diejenigen, denen das nicht sagt, hier geht es um einen Musikstar, Rick Astley, aus den späten 80ern. Das Star setze ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Nun, der hatte einen Song und jedes Mal, wenn ich diesen Song höre, dann droht meine Peristaltik damit, sich rückwärts zu entladen. Wobei ich jetzt nicht irgendwelchen kreischenden Teenies die Illusionen nehmen möchte. Egal. Also mit diesem Prinzip des unter falschen Tatsachen auf dieses Video lockens hat die Gemeinde, die dieses Rick Rowling anwendet, es inzwischen geschafft, fast 23 Millionen Leute oder Klicks auf dieses Video zu generieren. Genauere Infos dazu finden Sie unter anderem auf wikipedia.de, einfach nach Rick Astley suchen, da finden wir das Ganze. Und aufgrund dieser Bekanntheit dieses Videos, streng genommen ist das ja eine Manipulation, hat aber jetzt hier auch nichts mit unserem Thema zu tun, auf jeden Fall hat MTV diesen Song dann am Ende als Best Act Ever bewertet, weil er halt so oft angeschaut wurde wie kein anderes Video. So, also das ist der Punkt. Das Rick Rowling, sage ich jetzt mal, funktioniert und Sie wollen nicht gerickrollt werden in Bezug auf eine Stoppseite. Also kommen wir zurück zum Thema. Ich habe jetzt hier mal eine Beispielseite eingerichtet, wo eben genau so eine Tiny URL eingegeben ist. Lassen Sie sich jetzt hier nicht von dem Text irritieren, der gehört zu einem anderen Video. Wir haben da jetzt nur für dieses Video diesen Link eingebaut. Und Sie sehen halt nicht, was sich dahinter verbirgt. Ist das eine, ich sage jetzt mal, legale Webseite oder ist es eine sogenannte Stoppseite, bei der Sie dann befürchten müssen, dass wenn Sie das zu oft aufrufen, dass sich das BKA dafür interessiert, warum Sie unbedingt immer solche Seiten aufrufen. Nun, wir brauchen dafür, wie schon erwähnt, GreaseMonkey, das Add-on. Das haben wir in einem anderen Video auf sempervideo.de schon vorgestellt, deswegen überspringe ich das hier komplett. Das setze ich jetzt einfach mal voraus. Wir starten also, falls wir ihn nicht schon gestartet haben, unseren Firefox-Browser und navigieren diesen zu http://www.userscripts.org.
http://userscripts.org. Das www können wir ruhig davor setzen, das wird dann automatisch entfernt. So, hier haben wir eine Möglichkeit, die Webseite zu durchsuchen. Da geben wir einfach tinyurl ein. Ein Wort oder tiny und URL trennen, völlig egal. Wir suchen und wir finden unter anderem den tinyurl-decoder. Falls wir mehrere finden, es muss das Skript sein mit der Nummer 40582. Das sollten Sie, wenn Sie mit Ihrem Mauszeiger über diesen Link fahren, unten in Ihrer Taskzeile lesen können. Da steht dann bei mir jetzt hier http://userscripts.org, Scripts, Show und dann 40582 für den Fall der Fälle, dass Sie da mehrere sehen. Gut, wir klicken also drauf. Dann haben wir hier den Install-Button. Da klicken wir ebenfalls drauf. Dann warten wir, bis der Installieren-Button anwählbar ist und klicken dann auf Installieren. So, wir kriegen dann relativ schnell, das sehen Sie jetzt eventuell nicht, unten in der Taskzeile wieder eine Bestätigungsmeldung. Der tinyurl-decoder wurde erfolgreich installiert. Gut, wieder zurück zu unserer Webseite. Hier ist sie jetzt natürlich, dadurch, dass ich die Webseite jetzt noch nicht neu geladen habe, noch in der alten Art dargestellt. Und bevor das hier funktioniert, ich kann jetzt mal hier reloaden, ist immer noch in der alten Darstellung, bevor das hier auf jeder Webseite funktioniert, müssen wir dieses Skript noch etwas anpassen. Dazu gehen wir in unserem Menü Extras auf den Punkt GreaseMonkey und haben dann hier den Punkt Benutzerskripte verwalten. Da klicken wir einmal drauf. So, dann haben wir hier links unsere Benutzerskripte. Da wählen wir natürlich den tinyurl-decoder an. Und da sehen wir hier die Einstellungen, auf welchen Seiten der tinyurl-decoder überhaupt verwendet wird. Das ist im Grunde eigentlich nur twitter.com. Gut, das müssen wir natürlich, wenn das überall funktionieren sollte, entsprechend erweitern, indem wir hier mal auf diesen Hinzufügen-Button klicken. So, standardmäßig wird jetzt die URL angegeben, auf der wir uns gerade befinden mit unserer aktiven Seite. Weil ich jetzt also hier auf sempervideo.de bin, wird das hier automatisch so eingerichtet, als wenn ich, sage ich jetzt mal, wollen würde, dass ich die Tiny-URLs auf sempervideo.de entsprechend entschlüsselt haben möchte. So, da ich das aber überall so haben möchte, entferne ich einfach alles bis auf den Stern. Das ist dann quasi der Platzhalter für alles. Wir klicken auf OK, wir klicken auf Schließen, wir klicken auf Reload und schon verändert sich die URL. Und jetzt sehen wir, was sich dahinter verbirgt. Wir sehen natürlich jetzt streng genommen, wenn wir nicht aufpassen, gar nicht mehr, dass es ursprünglich mal eine Tiny-URL war. Das sehen wir allenfalls, wenn ich mit meinem Mauszeiger noch da drüber fahre, kann ich leider nicht ranzoomen. Da steht aber dann in so einer Art Infotext des Mauszeigers, dass das vorher mal eine Tiny-URL war. Also ich denke mal, eine recht sinnvolle Angelegenheit, um zu vermeiden, dass wir da auf irgendwelchen Webseiten landen, auf denen wir eigentlich nicht landen wollen. Okay.